So, jetzt. Was gibt's denn Neues in Dokkan? Was ist denn in Global los jetzt? Früh am Morgen. Eigentlich sollten neue News kommen, vielleicht? Ergebnisse oder so? Guck mal, schau mal, was geht denn da ab, Alter. Alright. Oh ja, stimmt, genau, ECB. Was geht ab, meine Z-Fighter Ozeru hier? Und euer Boy Ozeru hat an der Stelle die 1000 Tage im globalen Dokkan Battle erreicht. Und dafür gab es diesen wunderschönen LR Genki Dama Goku. Und daher werden wir heute uns alle Informationen zu dem Dude ansehen, worauf ihr achten solltet, wie ihr ihn bekommt. Und werden ihn dann in sein Team packen und ihn dann natürlich showcasen im heutigen Video. Fangen wir mit dem Ganzen an. Wie bekommen wir denn diesen wunderschönen LR Genki Dama Goku? Nun, wenn ihr 1000 Tage insgesamt 1000 Tage im Spiel Dokkan Battle, ob JP oder Global, erreicht, dann bekommt ihr diesen LR Genki Dama Goku. Ihr bekommt nicht nur einen, sondern fünf. Fünf ganze von ihnen. Warum fünf? Üblicherweise ist das so, wenn man Charaktere so Free-to-Play bekommt als Login-Boni, dann bekommt man sie meistens direkt fünfmal am Stück. Ganz klar, damit man sie im Dupe-System benutzt. Und das werde ich euch auf jeden Fall auch zeigen. Und darauf müsst ihr auf jeden Fall auch aufpassen, dass ihr da nichts falsch macht. Und zwar habe ich ja an der Stelle schon mal zur Vorbereitung einen auf Level 150 gebracht. Und alle, Freunde, ich mache das immer so, dass ich alle Charaktere direkt favorisiere, damit ich dann nichts Falsches mache. Heißt, ich habe sie erstmal die ganzen 5 favorisiert und wie gesagt, einen auf Level 150 gebracht, SA20, damit ich direkt weiß, okay, den will ich benutzen und die anderen werden dann quasi dafür sein, um die Pfade zu öffnen im Hidden Potential System. Ganz wichtig, nichts anderes macht ihr mit den anderen 4 Gokus, die sind dazu da, um die Dupe-Pfade zu öffnen, denn anderswo bekommt ihr die nicht mehr. Ihr bekommt diese 5 Gokus nur, wenn ihr euch total insgesamt 1000 Tage lang in das Spiel eingeloggt habt. Ja, und das sind nicht 1000 Tage hintereinander, sondern an sich insgesamt einfach nur 1000 Tage. Deswegen gehen wir mal her, tun diese 4 defavorisieren, weil wir sie als Dupe öffnen wollen. Hab sie, wie gesagt, davor alle favorisiert, damit ich da überhaupt nichts falsch mache oder sie aus Versehen lösche oder sowas. Kann ja passieren. Und an der Stelle müsst ihr halt wirklich aufpassen. Okay, der ist auf Level 150, die andere benutzt für die Dupe-Pfade. Öffne ich mal das Ganze nebenbei. Und ja, das solltet ihr auf jeden Fall, darauf solltet ihr auf jeden Fall aufpassen, meine Freunde. Ansonsten, wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat, diesen Boy Goku, den wir gleich showcasen werden, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, Freunde. Und falls ihr neu hier seid und nichts verpassen wollt, drückt auf den Abo-Button. Und joint den Hashtag auf Z-Fighter, weil in letzter Zeit, vor allem die letzten Wochen, da eskalieren wir gerade komplett. Also komplett auf gemeinsamer Schiene. Aber das werdet ihr die Tage dann in den Videos noch auf jeden Fall merken, weil in den Streams da geht echt sneaky brutal viel ab. Und vielen lieben Dank dafür. Okay, gut. Wie gesagt, öffnet die Dupe-Pfade, einen behaltet ihr. Ihr bringt ihn auf Level 150, natürlich, wenn ihr das wollt. Aber im Endeffekt, ganz wichtige Message, ihr benutzt alle Gokus, die restlichen 4, um die Dupes von dem einen zu öffnen. Ich habe es ja an der Stelle für euch demonstriert. Dann bringen wir auch gemeinsam auf Level 100, nicht Level 100, sondern auf 100%. Level 150 habe ich schon gebracht. Aber bevor wir das machen, gucken wir uns den Dude mal an. Was hat er drauf? Nun, es ist ein Goku. Er ist so ein Super Strength Type. Und ja, sein Name heißt Goku. Man könnte quasi andere Gokus eigentlich benutzen für die Essay. Aber das Ding ist, er ist ein LR-Charakter. Alle anderen Goku geben höchstens vielleicht 5%. Deswegen müsst ihr wohl oder übel Elder Kai benutzt oder Grand Kites. Ich habe hier an der Stelle 19 Grand Kites reingeklatscht, um unseren Boy hier zu ehren. Er ist zum Super Strength Type, wie gesagt, sein Leader Skill ist, er gibt jedem, Freunde, jeden Typus Ki plus 3 auf jeden Attribut 100%. Das ist auf jeden Fall solide, was er drauf hat. Seine Ulti mit der ersten Ulti macht Colossal Damage, erhöht den Angriff jedes Verbündeten um 20% für eine Runde. Mit der zweiten Ulti macht er Mega Colossal Damage und erhöht Angriff und Verteidigung für 25% für eine Runde. Die Passive ist folgendermaßen: Er hat auf den Angriff immer 77%, bekommt weitere 7% auf den Angriff und auf die Verteidigung und hielt sich um 7777, ihr kennt die magische Zahl von Dokkan Battle, pro Key, den er einsammelt. An der Stelle auf jeden Fall solide, hat einen konstanten Angriffboost schon mal so, bekommt mit, je mehr er einsammelt an Orbs, bekommt er mehr, also quasi Nuker hier an der Stelle. Und links hier alle Z-Fighter, All in Family Experience Fighters, Prepared for Battle, Saiyan Lane, Supreme Power, Legendary Power, er ist in der Kategorie Majin Buu Saga. Zeigt seine Passive, beziehungsweise wie sollte man denn ihn skillen, ich mache das mal einfach mal nebenbei. Man könnte bei ihm, bei einem Strength-Charakter kommt man ja
auf Level 20 Crit, Level 6 Additional Attack, wenn man das Maximum nimmt, oder auf Level 15 Additional Attack, Level 11 Crit, wenn man quasi das Maximum an der Additional Schiene nimmt. Was werde ich jetzt aber machen? Eigentlich kann ich euch auch sagen, könnt ihr bei dem Dude auf jeden Fall auf Level 20 Crit gehen, Level 6 Additional Attack, weil er hat zwar durch die Ulti, erhöht er zwar den Angriff des Verbündeten um eine Runde mit beiden Ultis. Ja, wenn ein Ally-Charakter die Ultra-Super-Attack startet, dann hat er durch die Additional Attack eine Chance, noch eine Ulti zu starten, aber diese ist dann immer die erste Ulti, also nicht die Ultra-Super-Attack. Aber mit der erhöht er auch den Angriff des Verbündeten. Die Sache ist aber jedoch die, also deswegen könnte man vielleicht ein bisschen auf Additional Attack gehen, aber die Sache ist die, ich denke, den Dude wird man eigentlich in den Teams, in denen man spielt, eher rausrotieren. Also könnte man eigentlich ruhig auf Level 20 Crit gehen, Level 6 Additional Attack. Ich bin eigentlich immer ein Fan davon, dass ich eines der zwei Skills auf das Maximum skille. Sei es zum Beispiel jetzt in dem Beispiel Level 20 Crit, Level 6 Additional Attack. Oder bei den Strength-Charakteren kann man ja auch Level 15 Additional Attack, Level 11 Crit. Was ich jedoch zum ersten Mal machen, ist, ich werde ihm 14 Crit geben, Level 12 Additional Attack. Denn das kann man ja auch. Deswegen sage ich euch immer gerne, wenn mich jemand fragt, ey, wie soll man den und den Charakter skinnen, dann sage ich euch gerne, geht auf Crit und den Rest auf Additional Attack. Wie viele je nachdem geht, ist euch selbst überlassen, weil im Dupe-System kann man eben diese Individualität den Charakteren geben, diese persönliche Entscheidung. Und das werde ich jetzt zum ersten Mal quasi bei dem Goku machen. Ich werde den 14 Crit geben, Level 12 Additional Attack. Warum das Ganze? Weil ich würde auf jeden Fall mehr Crit geben, aber Additional Attack will ich ihn auch geben, statt nur Level 6, damit er quasi seine Additional Ulti zünden kann, und in seinem Showcase will ich ihn auf jeden Fall in der Rotation lassen. Deswegen mache ich das mal so. Falls ihr mal sagt, ey, okay, wie kann man sowas dann ändern, wenn man das mal einmalig gemacht hat, dann klickt ihr wieder auf den Hidden Potential Skill, wenn ihr es mal geskillt habt, und könnt ihr das wieder neu skillen bzw. resetten, wenn ihr zum einen 10 Dragonstones benutzt oder nochmal ein Duplikat des Charakters, aber in dem Fall haben wir ja keine weitere, deswegen müsstet ihr bei Goku speziell sondern 10 Dragonstones benutzen. Deswegen seid euch immer bewusst, bevor ihr ein Charakter skillt, wie ihr ihn skillt. Ich werde ihn ganz kurz auf Level 14 Crit skillen, Level 12 Additional Attack, und dann sehen wir uns gleich wieder. Gut, und dann sind wir auch wieder zurück, und wie gesagt, ich habe ja auf 14 Crit 12 Additional Attack gemacht. Ihr könnt im Endeffekt ihn so skillen, wie ihr wollt, würde aber dennoch ein bisschen mehr auf Crit gehen auf jeden Fall. Ich hatte auf jeden Fall Lust drauf, das mal bei ihm so zu machen. 14 Crit, 12 Additional Attack, und da haben wir noch 100%. Sieht übertrieben geil aus. Jetzt gucken wir uns mal das Ganze an. Wie könnte man ein Team um ihn herum bauen? Wir werden natürlich ihn als Leader nehmen. Ich habe jetzt quasi erstmal hier nicht das Team, sondern ich baue einfach mal eins für euch. Und da geht halt alles. Da geht halt wirklich alles. Denn er gibt dir jedem Charakter. Jedem Charakter gibt er sein Leader Skill Keep plus 300% auf alles. Dementsprechend werden wir in seinem Showcase ihn auf jeden Fall in eine Rotation lassen, ihn und den Friend Ally Goku. Heißt, ich würde auf jeden Fall gerne Charaktere mitnehmen, die Prepare for Battle zumindest haben, damit er auf Key kommt. Oder halt dann Saiyan Lineage. Saiyan Lineage fällt mir gerade spontan ein, also ich nehme auf jeden Fall mal den. Ally Vegito hat das auch, Prepare for Battle und Saiyan Lineage. Den nehmen wir mal mit, yes, das hat der, und Experience hat das auch, nice. Und den Friend lassen dann in Rotation mit Ally Broly, weil Ally Broly hat auch Prepare for Battle, Saiyan Lineage. Und wir nehmen mal zur Ehre einfach Ally Broly mit, weil wir können ja jeden Typus nehmen, nicht nur Hero-Charaktere. Heißt, klatschen wir an der Stelle mal einfach so, weil wir Bock drauf haben, weil wir alles machen können. Ally Broly rein. Auf wen habe ich noch so Bock? Dann nehmen wir mal, warum nicht, Mighty Mass, let's go. Lass mal Mighty Mass mitnehmen, der hat Z-Fighters noch da am Start. Dann nehme ich noch mit Ultimate Gohan. Warum Ultimate Gohan? Den lasse ich aus der Rotation. Und dann hat er noch Z-Fighter für Ally Goku. Und zum Schluss nehme ich dann noch den Ally Great Saiyan für die Super-Types als Support. Nehmen wir einfach mal das Team, wir können legit alles machen, das ist geil, er gibt jeden Typus Keep plus 3, ey, später auf 100%, und so sieht man ein Team mit ihm zum Beispiel aus. Dementsprechend werde ich mir jetzt kurz einen Dokument aussuchen, und dann werden wir uns den Dude auf jeden Fall mal im Kampf ansehen. Alright, und wir sind im Event von Ally Gogeta. Warum? Wir haben Typenvorteil, let's go, über alle Runden haben wir Typenvorteil. Gut, wir haben schon diese Rotation, das ist auf jeden Fall nice, wir machen das Ganze so, und zwar lass wir mal Ally Broly nicht ulten. Er soll einfach nur da sein, um die Linkskill zu triggern. Wir wollen nämlich Goku hier zur Schau stellen. Wir haben gute Orbs hier eingesammelt an der Stelle auf jeden Fall. Kann man sich drüber beschweren. Sollte auf jeden Fall gut was raushauen. Hoffe ich. Ich bin echt gespannt, was er dir auf jeden Fall so drauf hat, Freunde. Und Ansage an euch. Moment. Okay, ja, der. Sorry, der nimmt das gut. 1,5. What? What ist gerade los? Ja, da bin ich von... Seht ihr? Korrekt.
Da bin ich von Goku so überwältigt, meine Stimme verfliegt gerade direkt. Sorry dafür, Freunde, war ein bisschen komisch. Aber da hat das auf jeden Fall geklappt, was ich hier wollte mit dem Dupe-System. Natürlich, eine Edition, also Edition, wenn man auf Edition Attacks geht, dann hat man eine Chance, dass man eine Edition Attack startet, die eine weitere Chance hat, eine Ulti zu sein. Also hier hat mir an der Stelle echt Glück auf jeden Fall. Und die Rotation sieht auch echt nice aus. Hier für unseren Boy. Wir haben alles drin, was wir wollten. Und genau. Ja, was soll ich euch sagen, Freunde? Achso, Ansage an euch, genau. Falls ihr irgendwas am Gameplay merkt, dann sagt mir Bescheid, falls irgendwas nicht passen sollte. Okay, ja, wir keine Millionen. Ja, wie, auf was kommen wir raus? Das Geile an ihm ist auch, dass ich immer hielt. Hey, korrekt, korrekt, korrekt. Und mein Friend hat auch 14-12. Anyway, jetzt zur Ansage an euch. Falls ihr irgendwas am Gameplay merkt, Freunde, dann lasst mich auf jeden Fall wissen, falls irgendwas nicht stimmt oder so. Warum sage ich das Ganze? Weil mein HDMI-Adapter ist jetzt endlich angekommen und ich bin jetzt damit auf jeden Fall sehr zufrieden. Es läuft wirklich sehr solide mit dem iPhone hier an der Stelle. Oh, genau, falls ich irgendwas auffallen sollte, dann gibt einfach Bescheid, was ich übersehen habe oder so. Okay, die Rotation ist auch nice, die behalten wir auch auf jeden Fall so, denn unser Boy lassen wir, jetzt hat er Experience Fighters getriggert, nice, jetzt hat er Experience Fighters getriggert, dann machen wir das Ganze mal so, boom. Haben wir ein paar Orbs eingesammelt, yes, haben wir. Und ja, ihr dürft auch nicht vergessen, wir haben hier Double 100% Lead, also eigentlich geht ja mehr. Man kann natürlich auch in ein Heroes Team spielen oder mal Jimbo Saga Team, da ist er auch vertreten, aber ihn zu Ehren wollte ich ihn auf jeden Fall als Leader nehmen. Und das... Ja, nice, 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 nice. Er tankt gut, also man merkt, er tankt gut. Er macht soliden Schaden, kann man auf jeden Fall sagen. Natürlich braucht er gewisse Orbs. Wenn er die hat, dann ist auf jeden Fall sein Schaden on point. Aber außerhalb davon hielt er uns auch. Also den Dude könnt ihr auf jeden Fall mitnehmen, zum Beispiel als Subleader. Wenn ihr mal ein Extreme-Z-Battle macht zum Beispiel. Oder in einem Boss-Rush-Stage. Weil er gibt ja jeden Typus 100%. Heißt, wenn ihr eine Friendlist nach ihm sucht und ihn findet und jemanden braucht, der quasi das Sustain hat, der die Runden aushält, der euch hielt, dann ist auf jeden Fall eine solide Option hier an der Stelle, der Goku. Auf jeden Fall. Vor allem für so Extreme-Z-Battle, wo man gegen Physisch-Type kämpft, weil er Typenvorteil hat. Alright, jetzt sind wir... Okay, wartet mal. Das sieht sehr gut aus. Das sieht sehr gut aus. Wisst ihr warum? Ne, wir haben leider kein Experience Fighters. Aber außerhalb davon haben wir eigentlich... Okay. Wir haben aber viele, Wisst ihr, was ist? Warte. Ich will hier was testen. Und zwar will ich diese Rainbow Orbs eigentlich weghaben. Machen wir das mal so. Der soll ulten und dann den Angriff von dem Goku erhöhen durch seine Ulti. Und dann habe ich ein paar Items vorbereitet. Ich will mit den Nuken. Mal gucken, ob wir da viele rote Orbs hier zustande bekommen. Eigentlich habe ich das so vorbereitet, dass ich das hinbekommen sollte. Ich hoffe es mal. Ist da der Friend Goku? Macht nichts. Der ist auch auf 100%. Der hat auch 14 Crit 12 Edition Attack. Wir bekommen davor einen Boost von einem Great Saiyaman durch seine Ulti. Oh, das sieht geil aus. Dann nuken wir mal Gogeta zur Seite hier. Oh mein Gott. Oh, shit. Alles einsammeln, Freunde. Und auf was kommen wir so? Was haben wir so? 421.000. Jetzt bin ich gespannt, was für einen Schaden heraushaut. Ich hoffe noch auf einen Crit. Unser Angriff wird dann auf jeden Fall noch verstärkt durch Great Saiyaman. Aber ob wir Gogeta one-shotten können, weiß ich nicht. Weil der ist schon tanky auf jeden Fall. Aber gucken wir, was der Goku hier drauf hat. Weil er ist ja ein Nuker, wollte auf jeden Fall da ein bisschen Nuke mit ihm reingeben. Ja, Great Saiyaman, danke dafür. Aber du bist einfach nur da, um unseren Angriff zu erhöhen. 2,7 Millionen. Okay. 2,7 Millionen. Crit, komm schon. Okay, wir kommen auf 2,7 Millionen. Okay. Manch einer hat es vielleicht, oder ich habe mir eigentlich vorgestellt, dass da viel, viel mehr losgehen wird. Aber, ihr dürft nicht vergessen, wir haben zwar genugt. Er hat wirklich sehr, sehr viel bekommen. Guck mal, sein Angriff kam auf 421.000. Er bekommt ja pro Orb, den er einsammelt, noch zusätzlich, egal welchen Typus, 7% auf seinen Angriff dazu. Verteidigung auch und hielt sich halt um 7.077 HP. Aber der Heal war hier und die Verteidigung war hier quasi nicht. Und das, worauf ich Wert gelegt habe, sondern auf seinen Damage Output. Sollte man nicht unterschätzen, auf dem Radar kam auf 2,7 Millionen mit einem Nuke, aber in einem 100% Leader Skill. Normalerweise, wenn man hier quasi richtig mit dem Nuken will, dann nimmt man Nuke Leader, wie der Super Saiyan 3 Great Ape Goku. Und dann weiß man, okay, was er drauf hat hier an der Stelle auf jeden Fall. Aber wie gesagt, das ist einfach nur so, um dann mit dem mal zu nuken. 2,7 war auf jeden Fall schön mit ihm zu sehen. Ansonsten... Ja, sollten wir Gogeta eigentlich zur Seite klatschen, Freunde. So viel wär's zu dem Goku. Ihr seht, ist Elegante Dama Goku. Ist eine schöne Unit, ist eine coole Unit. Man kann auf jeden Fall mit ihm spielen, so ist es nicht. Er macht auf jeden Fall seinen Job gut. Ihr bekommt, wenn ihr euch insgesamt 1000 Tage im Spiel eingeloggt habt, ist sehr viel. Ich weiß, man muss da quasi von Anfang an mehr oder weniger spielen, so wie ich. Aber ey, wir haben den Dude. Ich wollte auf jeden Fall showcase, damit auch wisst, was ihr mit ihm anzutaben sollt, beziehungsweise anzutaben, was ihr mit ihm anstellen könnt.
Was habe ich gerade vor ein, zwei Sekunden gesagt? Anzutaben? Was du mit anstellen könnt, wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Worauf ihr auf jeden Fall achten solltet, Freunde, wegen den Dupes, nutzt die vier Gokus, die ihr bekommen habt, für den einen, um ihn von den zu dupen, den Dupe-Pfade zu öffnen. Dementsprechend haben wir uns dann danach ihn in seinem Team angeschaut, im Showcase. Und ja, so viel zu dem Goku, Freunde. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Das Ding lädt hier und lädt hier, will einfach nicht irgendwie. Danke. 8 Jahre später. Freunde, so viel zu dem Dude natürlich. Wie gesagt, ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like. Und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.